Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Car-Mechanic Simulator 2021. Ja, in der letzten Folge haben wir uns zwei, in Anführungszeichen, schöne Fahrzeuge gekauft. Wir werden, ja, dieses Fahrzeug hier ein bisschen aufbereiten auf jeden Fall und werden, so ist der aktuelle Plan, dieses Fahrzeug wahrscheinlich verkaufen, während ich das Fahrzeug eigentlich einfach cool herrichten möchte. Es ist wahrscheinlich, die Leute denken sich wahrscheinlich, hä, der will den Mustang verkaufen, den alten, und diese komische Karre behalten. Ja, weil ich irgendwie, wie gesagt, aus der Realität so ein ähnliches Fahrzeug kenne. Mein Vater hatte das mal aufbereitet, so ein ähnliches Fahrzeug. Ich finde es einfach cool und deswegen würde ich sowas gerne in meiner Sammlung haben. Und eigentlich waren wir auf der Suche gewesen nach einem neueren Ford Mustang, aber leider unglaublich hohe Auktion gewesen. Ja, wir hatten es ja probiert gehabt, leider war aber die Auktion wirklich sehr, sehr unschön. In dem Sinne, ich glaube, das Startgebot war bei 2000 rum und am Ende bei 55.000 bin ich ausgestiegen. Und wenn man bedenkt, für 55.000 kriegst du in der Realität einen neuen, ich sage immer Mondeo und Mustang, ist schon ein bisschen krass. Also da bin ich dann ausgestiegen. Wir haben uns dann diesen alten hier ersteigert für 5.000. Ich verstehe eigentlich nicht, warum der günstiger ist als der andere. Ich meine, klar, der hat wahrscheinlich ein paar mehr Kilometer drauf, ja. Das schon, aber andererseits ist es so ein Liebhaberteil eigentlich, so ein Sammlerding. Naja, gut, was will man machen? Ich würde sagen, wir fahren die Karre erstmal in die Waschanlage, oder? Machen wir die erstmal sauber, da ist so viel Sand, Staub, Erde, Dreck drauf. Da müssen wir erstmal ran. Da müssen wir erstmal ran, genau. Wir machen das Auto erstmal sauber. Äußerlich, dann sehen wir erstmal überhaupt, was der für eine Lackfarbe hat. Hey, ja, wie auf dem Bild eigentlich. Er ist rot-schwarz, alles klar. Wir können auch hier innen drin mal sauber machen. Ist zwar innen drin nicht ganz so viel, aber das ist also jetzt die Grundlage, mit der wir arbeiten. Das ist die Grundlage, mit der wir arbeiten. Gut. Wir werden nebenbei natürlich auch noch andere Aufträge machen, aber ich finde die Aufträge eigentlich immer cool. Aber ich denke, für euch ist es vielleicht interessanter, wenn wir auch Fehler suchen. Und Fehler suchen brauchen wir natürlich andere Aufträge. Ich würde dieses Auto jetzt auch gerne erstmal in die Waschanlage bringen. Dass wir die Fahrzeuge erstmal schön aufbereiten, die zwei. Man muss sie ja nicht ganz so verschmutzt hier rumfliegen lassen. So. Da müsste es eigentlich von innen und außen top sein. Also der Lack, der ist ja also da. Es ist zwar nicht die schönste Farbe, bin ich voll bei euch. Aber ich finde, der sieht noch top aus. Könnten den jetzt schon für 3.223 verkaufen, nachdem wir ihn gewaschen haben. Er hat nicht mal einen funktionierenden, guten Motor drin. Aber er sieht halt äußerlich wirklich noch top aus. Ja, wenn wir dann auch diese Reifen drauf machen mit diesen weißen Streifen. Noch irgendwie coolere Felgen. Anders lackieren, ja, dieses rosa-rot, das ist nicht so meins. Wobei, das Rot geht eigentlich, finde ich, aber das Rosa. Ach, ich glaube, den kriegen wir ganz cool hin. Hier ein bisschen kaputt, aber egal. Ist nicht so wild. Ich würde sagen, wir lassen. Oder nee, komm, wir parken die Karre gerade mal um. Wir tun die mal vor die Garage stellen, weil er sieht ja eigentlich optisch ganz schön aus. Weil vor die Garage ist vielleicht schlecht, dann lieber Eingang C. Ist, glaube ich, hier an der Seite, genau. Also, wirklich optisch, so auf den ersten Blick, sieht die Karre gar nicht so schlimm aus. Da haben wir hier ein bisschen mehr Probleme. Gut. Motorhaube nehmen wir gerade mal ab. Kotflügel nehmen wir ab. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob wir die Karre verkaufen. Eigentlich müssten wir es machen. Weil ich will ja Geld verdienen. Ich will ja auch nicht irgendwie hier pleite gehen, weil ich mir alle möglichen Fahrzeuge kaufe. Aber gut. Wir haben auch noch ein Teil, was wir reparieren können. Machen wir gerade mal. So, haben wir das auch. Inventar. Ja, komm, wir verkaufen alles. Alles weg. Wir haben auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. Oh, schon wieder eine Steam-Errungenschaft bekommen. Ey, diese Geräusche von den neuen Steam-Errungenschaften. Besonders, die kommen bei mir noch über die Lautsprecher vom Computer und alles andere höre ich über die Ohren. Dann zucke ich immer zusammen, weil ich irgendwelche komischen Geräusche höre. Das hört sich auch irgendwie jedes Mal anders an. Oh, weitere Kiste. Oh, 1069 Geld bekommen. Wir behalten den Mustang. Quatsch. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich. Oh, noch eine Kiste. Ich werde es wahrscheinlich sehr spontan entscheiden. Ja. XP noch bekommen. Gut.
machen wir erstmal, würde ich sagen, das Gröbere. Wir schweißen jetzt erstmal die ganze Karosse. Kostet wieder 1600, okay. Aber dann sieht die Karre schon mal... Na, es sieht doch schon mal besser aus, oder? Damit kann man doch arbeiten, damit kann man was anfangen. Damit kann man was anfangen. Okay, die Stoßstange nehmen wir auch noch ab. Was sonst noch irgendwas, was wir abnehmen können? Vorne. Nö, das ist alles so. Alles klar. Nö, aber... So können wir eher mitarbeiten. Was sagt denn der Gewinn? Könnten wir auch schon wieder gewinnbringend verkaufen. 3435. Das ist Wahnsinn. Man bräuchte sich eigentlich, theoretisch, nur Fahrzeuge kaufen. Schrottkarren. Und schweißt da was dran oder fährt die einfach nur durch die Waschanlage und man kriegt Gewinn. Komplett unverständlich, aber nach der Waschanlage, tatsächlich, man hat es draußen bei dem Auto gesehen, hätten wir auch schon wieder Gewinn gemacht. Das ist unglaublich. Also theoretisch könnte man so extrem schnell Geld verdienen. Da hingegen sind halt diese Aufträge wirklich ein Witz dagegen. Oh. Ich weiß nicht, was wir da machen müssen, aber ich kann nicht anders. Fokus. Ein Ford Focus. Schönes Teil. ST oder RS? Gute Frage. Ich weiß nicht, hat der ST hinten auch so einen Spoiler dran? Ich glaube nicht. Hm. Wird wahrscheinlich eher ein RS sein. Bin mir nicht sicher. Aber egal, machen wir auch nebenbei. Ich musste das einfach jetzt annehmen. Das wäre auch noch ein Traumauto. Genau, wir schaffen uns auch. Also wir holen uns von Ford einen Mustang. Ein neueres Modell. Wie gesagt, einen alten haben wir ja gerade da. Weiß ich noch nicht, was ich mitmache. Und wir werden, glaube ich, so einen Focus RS, wenn wir uns auf jeden Fall zusammenbasteln. Das ist doch mal ein Plan. Das ist ein Spaßkarre. Boah, ich habe mittlerweile so viele Pläne, was ich mit den Autos hier machen möchte. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist nicht mehr feierlich. Wir könnten eigentlich gerade mal die andere Karre auf die andere Hebebühne nehmen. Ich bräuchte mehr Hebebühnen und ich bräuchte ein paar Angestellte. Was sollen wir denn hier überhaupt machen? Ich habe mir das gar nicht angeguckt gehabt. Ich konnte einfach nicht anders. Fahrzeug geht nach dem Anlassen wieder aus. Probleme mit dem Getriebe. Irgendwas rasselt im Getriebe. Okay, aber also wahrscheinlich Getriebe kaputt. Geht nach dem Anlassen wieder aus. Das Getriebe haben wir da. Geht nach dem Anlassen wieder aus. Was könnte denn da die Ursache sein? Gerade mal die Pumpe angucken. Nee, die sieht aber in Ordnung aus. Na gut, das wird interessant, glaube ich. Nach dem Anlassen wieder ausgehen. Kriegt der Motor nicht genug Luft oder wie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, das sieht gut aus. War jetzt nur mal so eine spaßige Idee. Ja. Wir werden mal gucken. Aber sehr schönes Auto. Sehr schönes Auto. Irgendwie sind aber auch alle Flüssigkeiten im Minimum. Was wollte ich? Ich wollte eigentlich Demontage. Ich wollte hier gerade mal durchgucken. Kompressionsprüfer. Vielleicht irgendein Kolben kaputt, irgendein Kolbenring, das der nicht richtig zündet und dadurch vielleicht der Motor wieder ausgeht. Eine Kolben mit Pleuel sieht eigentlich ganz okay aus. Wäre jetzt auch noch so eine Idee gewesen vielleicht, können wir das Diagnosegerät auslesen. Beziehungsweise mit dem Diagnosegerät auslesen. Gucken, was so die Elektronik sagt. Zündkerten sehen eigentlich auch noch in Ordnung aus. Was will denn der 66% will der haben? Geht nach dem Anlassen wieder aus. Hm. Sicherung. Eine Sicherung ist kaputt. Das kann natürlich wirklich sein, dass es da dran liegt. Ja. Könnte man sich vielleicht so stellen, der Motor wird gestartet. Das ist ja ein Benziner hier normalerweise. Ein Benziner braucht ja immer Strom, Zündfunken. Wobei es dann trotzdem komisch ist, dass wenn die Sicherung kaputt ist, dass der ausgeht. Ich meine, klar, wenn der Strom nicht mehr richtig übertragen wird oder die Sicherung einfach einen Schlag weg hat.
Aber normalerweise gibt es bei Sicherungen, glaube ich, nur entweder kaputt oder... Moment, falsch ist ja nicht der Sicherungskasten, den haben wir hier. Na gut, weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Oder ob die Karre dann gar nicht anspringen würde, wenn die Sicherung kaputt wäre. Tauschen wir gerade mal aus, ganz schnell. Aber kann schon sein, dass vom Strom her Probleme hat das Auto und daher ein Benziner immer einen Zündfunken braucht. Also Strom braucht. Wenn da irgendwas mit der Stromübertragung nicht passt, kann es schon sein, dass das wirklich der Fehler ist. Beim Diesel wäre es jetzt wieder anders. Wenn der Diesel an ist und genug Wärme und genug Druck mit dem Kolben quasi erzeugt, dann zündet der ja automatisch. Diesel ist ja ein Selbstzünder. Wenn der mal läuft, braucht er keinen Strom mehr an sich, der Motor. Weil bei den neueren Modellen weiß ich es nicht genau, aber bei alten Fahrzeugen ist es auf jeden Fall so, wenn die mal laufen, dann laufen die. Genau. Dann haben wir den Fehler schon mal behoben. Das wollte ich eigentlich machen. Okay, Getriebe noch, Getriebe. Kein Ding. Gut. Gut, ich wollte ja eigentlich gar nicht so viel an dem anderen Auto hier rumschrauben. Ich wollte ja eigentlich hier das auseinandernehmen. Aber ist, wenn ich da halt so dabei bin, dann kann ich halt nicht anders. Ja, da ist halt wirklich auch alles Schrott, wie eigentlich erwartet. Sagen wir es mal so, hier hinten auch. Hat ja auch so Blattfedern drin, okay. Na gut. Müssen wir auf jeden Fall von unten mal dran, auch Öl ablassen, falls noch irgendwie Öl vorhanden ist und so weiter. Genau, den wollte ich ja jetzt komplett mal hochnehmen, weil wir von unten ans Getriebe dran müssen. Ich hoffe, ich kriege den Anlasser raus, bevor ich den wieder vergesse. Kriege ich den noch raus? Ja, beim einen Auto geht's, beim anderen geht's halt leider nicht. Ich habe aber diesmal dran gedacht, dass es noch den Anlasser gibt. So, nehmen wir gerade mal weg. Den brauchen wir gerade nicht mehr. Dann lassen wir das Fahrzeug gerade mal hoch. Oder fahren es gerade mal hoch. Ja, schöne zwei Ford. Ist aber schade, dass hier der Focus RS trotz Ford DLC nicht noch das Logo von Ford irgendwie draufgeklatscht bekommt, sondern einfach die spielinterne Marke bleibt. So, die Antriebs... Das heißt, der Reifen muss runter. Der muss runter, die Bremse lasse ich diesmal dran. Ich nehme die ja gerne standardmäßig ab. Warum auch immer, es ist einfach irgendwie im Gedanken, baue ich immer mal die Bremse mit ab. Obwohl ich die gar nicht wegmachen muss. Ihr wisst ja Bescheid. Außer ihr seid neu auf dem Kanal, nicht wundern, ich nehme ab und zu mal die Bremsen ab, obwohl ich die gar nicht abnehmen muss. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Kardanwelle mit abnehmen. Schöner Elektromotor gerade vor uns. Also, jetzt ist die weg. Dann können wir hier die Antriebswelle rausnehmen. Und dann kann das Getriebe eigentlich runter. Ist ein interessantes Getriebe vom Aufbau her. Ist auf jeden Fall anders als bei den anderen Fahrzeugen. Jo, habe ich mir doch gedacht, Kupplung ist auch noch irgendwas. So, schauen wir gerade mal nach. Problem am Getriebe. Getriebe, Ausrücklager. Genau. Passt. Können wir austauschen, weil ich glaube, 10% jeweils Getriebe R4B, glaube ich, haben wir auch nicht. Wir können gerade mal kurz im Inventar, im Lager gucken, meine ich natürlich. Haben wir V8 OHV, aber kein Getriebe, was da reinpasst. Schade. Bauen wir das Auto einfach um, klatschen ein anderes Getriebe rein. Wenn das so einfach wäre. Moment. So. Ausrücklager muss ich auch irgendwann nochmal gucken, ob wir da was auf Lager haben. Aber ich glaube nicht. Brauchen wir auch gar nicht gucken. 10% kann man normalerweise nicht reparieren, deswegen holen wir direkt neue Teile. Ausrücklager. Nein, jetzt habe ich das alte wieder drauf gemacht, weil ich aus Versehen WASD meine Finger liegen habe, um die Sicht zu steuern, habe aus Versehen drauf gedrückt. So, Ausrücklager, das neue natürlich rein. Was wollen wir denn mit dem alten Schrottding? Getriebe. Rein damit. Gut, dann können wir hier wieder zusammensetzen. Antriebswelle rein. Die rein. Reifen wieder drauf. Muss ich mir aber mal merken, dass ich, mir irgendwann auch noch hier einen Focus RS zusammenbau.
Wäre schon ein Träumchen. Okay, Kardanwelle fehlt noch. Dann haben wir das soweit durch. Ich glaube, dann war es noch Flüssigkeiten wechseln. Dann müssen wir das Fahrzeug gerade mal runterlassen. Wenn wir das runterlassen, können wir hier schon mal ein bisschen was auseinandernehmen. Muss ja eh alles weg. Gehen wieder vor, wie bei allen Fahrzeugen. Wir nehmen erstmal alles ab. Reparieren werden wir hier sehr wenig von können. Werden das meiste wahrscheinlich einfach fortschmeißen. Beziehungsweise, wir könnten nochmal wieder was zerlegen. Wobei ich halt immer noch nicht weiß, was genau kann ich mit den blauen Punkten anfangen. Die habe ich mir jetzt schon verdient und kann halt irgendwie, ich wüsste halt nicht, was ich damit machen kann. Die kann man bestimmt irgendwo auch verwenden für Spezialteile vielleicht oder ich weiß es nicht. Habe noch nie irgendwie die Situation gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ich brauche jetzt so Punkte. Hab ich noch nicht entdeckt. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwas, vielleicht kommt ja da noch irgendwas. So, vielleicht sollten wir auch mal die Reifen abnehmen. Schöne Felgen. Das ist zwar original Ford Mustang-Logo mit drauf, aber die Felgen sind trotzdem für den Popo. Die sind kaputt. So, hier haben wir auch wieder auf einem Mustang eine Trommelbremse. Ist das wirklich so? Auf einem alten Mustang eine Trommelbremse drauf. Ich habe gedacht, die sind bei höheren PS-Zahlen, bei höheren Geschwindigkeiten ein bisschen unbrauchbarer, oder? Habe ich das falsch mal aufgegriffen? Ich bin eigentlich der Meinung gewesen, es ist so. Moment, wir müssen erstmal hier die Blattfedern entfernen. Ah, ups, das war nicht gewollt. Ich will wieder nach hinten. Lasst mich nach hinten. Wir müssen hier die Gummilagerboxen entfernen. Das sind kleine. Aufnahmedatum ist übrigens heute der 11. Juli immer noch. Also ich habe eine kleine Pause jetzt noch eingelegt von den letzten Folgen bis jetzt. Was zu essen gekocht, Blumen gegossen und so ein Krams gemacht. Jetzt geht's weiter. Ja, ich bin ja wieder am Vorproduzieren. Weil ich dann wenig Zeit haben werde zum Aufnehmen. Da muss man natürlich vorbereiten, sonst kommt ja nichts mehr auf dem Kanal. Das wäre ja einfach komplett doof. So, okay. Sagen wir, nehmen hier hinten noch die Starrachse mit ab und dann gehen wir erstmal hier nach dem Fahrzeug gucken. Der Kunde wartet bestimmt auf das Auto. So, wir brauchen hier auf jeden Fall das Ablasswerkzeug. Dann machen wir gerade mal die ganzen Behälter leer, füllen alle wieder auf. Ich weiß nicht, sollten wir auch einen Ölwechsel machen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Müssen wir gleich mal nachgucken. Kann sein, dass wir einen Ölwechsel machen sollten. Okay, das haben wir, das haben wir. Ich gucke gerade, weil mein iPad hat sich leider aufgehongen. Das will gerade nicht. Dem ist auch zu warm. Ja, es ist immer noch einfach mega warm. Und ich brauche das ja immer so ein bisschen, um zu checken, dass alles korrekt läuft. Deswegen. So. Aber irgendwie will es gerade nicht. Egal. Es will nicht mehr. Okay, ich gucke gerade nochmal nach, wie es hier aussah mit den Aufträgen. Fahrzeuge und sonstige Aufgaben. Bremsflüssigkeit, Kühlmittel, okay, ich sollte nur nachfüllen eigentlich, ach komm, nachfüllen, was für Anfänger. Wir machen komplett neu, nur das Beste für den Kunden. Geht aufs Haus. Ich mache mit dem Auftrag, glaube ich, eh nicht wirklich viel Gewinn, also ist komplett egal. So, da hätten wir noch einen Behälter. Am Öl sollen wir nichts machen. Mache ich auch nicht.
bleibt so. Aber ansonsten sind wir dann fertig mit dem Auftrag. Dann können wir hier drüben beim Mustang noch mal ein bisschen was auseinandernehmen. So. Klappe zu. Auftrag beenden. Ich vergesse immer den. Ich habe irgendwie was. Ich habe was Persönliches gegen Anlasser. Ich hasse Anlasser. Nein, Quatsch. Aber ich vergesse den einfach total gerne. Der ist immer so schön hinterm Getriebe versteckt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wäre dem Kunden gar nicht aufgefallen. So, wie viel hatten wir jetzt verdient? Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Egal. So, wir können hier gerade mal die Reifen noch wegmachen. Ich hoffe, wir kriegen diese Originalfelgen wieder. Würde ich schon wichtig finden. Ich kann die ja wahrscheinlich nicht reparieren. So. Haben wir bald... Wir haben bald schon wieder ein Level-Up. Ja, krass. Okay, Bremsscheiben werden wir wahrscheinlich auch nicht reparieren können. Nächstes Level-Up wird wahrscheinlich da wieder ein neuer Auftrag hinzukommen. Kampagnenauftrag, meine ich. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir noch irgendeinen coolen Auftrag haben mit irgendeiner coolen Karre. Weil ich jetzt nicht nur hier eigentlich Zeit in den Mustang investieren möchte. Ich würde zwar gerne, aber ich glaube, ihr mögt oder ihr findet diese Fehlersuchen auch immer ganz interessant, wenn ihr auch miträtseln könnt, was da kaputt sein könnte. Ist, denke ich mal, beim Zuschauen ein bisschen interessanter. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Fahrzeuge lieber komplett Schrott kaufen, neu machen oder lieber Fehler suchen. Würde mich mal interessieren, dann kann ich dann nach dem Urlaub mal dann drauf reagieren. Beziehungsweise das Let's Play ein bisschen anpassen. Sagen wir es mal so. Genau. So, Gummilagerbox so groß, die müssen wir wieder einzeln rausmachen. Vielleicht können wir aber den Axtträger reparieren. Der sieht nicht... Wobei, der sieht schon ziemlich fertig aus, aber so manche Stellen sehen auch einigermaßen gut aus, muss man mal sagen. So, ich würde den Stabilisator gerne wegmachen und das Lenkgetriebe. Wobei, das geht noch nicht weg, weil wir hier noch die Spurstange haben und Spurstangenkopf ist auch noch verbunden. Interessante Musik haben wir da laufen. Ich schalte da gerade mal ein bisschen durch. Das ist aber alles wieder nicht so meins. Das hatten wir schon 1000 Mal, das finde ich gut. Das finde ich gechillt. So, ja, ist wieder die YouTube Studio Musikauswahl. Für alle was dabei, hoffentlich. Ich finde es aber wirklich voll gut, dass YouTube ganz viele Lieder zur Verfügung stellt. Die man in Videos verwenden kann, die man beim Videos schneiden verwenden kann. Die lizenzfrei sind. Und da sind wirklich sehr, sehr viele coole Tracks mit dabei. Und auch wirklich richtig cool von den Künstlern, die diese Tracks erstellt haben und die halt dann bei YouTube anbieten. Ich weiß nicht, ob die dafür irgendwie Geld kriegen oder nicht. Ich finde es aber auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Dass man da viel für bekommt, kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr cool, dass das die Künstler machen. Und es ist ja auch schön für die, weil die kriegen ja so ein bisschen Werbung auch für sich. Falls da irgendjemand dann diverse Lieder sucht oder so, dann findet man die ja. Ich weiß nicht, ich glaube, YouTube kann sogar sein, dass es die Lieder anzeigt. Ich bin mir da nicht mal 100% sicher. So, Ausrücklager können wir reparieren. 17% orange müsste normalerweise gehen. Wenigstens ein Teil. Wir haben einen Teil gefunden, welches wir reparieren können. Die Kupplungsscheibe ist auch für ein Popo. Das ist für ein Popo. Level up, Level 21. Gucken wir gerade mal, ob wir einen neuen Kampagnenauftrag reingekriegt haben. Jawohl. Moin, moin. Ich habe gerade diesen kleinen Kombi bekommen. Okay. Ich habe das Auto gekauft, weil ich mir überlegt hatte, zur Arbeit zu pendeln. Da brauche ich etwas Kleines, aber etwas mit Fahrspaß. Ich setze da auf einen Elanti Calope. Klein, aber agil und schnell. Leider werden diese Autos häufig Opfer junger, unerfahrener Fahrer und sehen gelinde gesagt schrecklich aus. Dieses spezielle Exemplar muss an einigen Rennen teilgenommen haben. Es hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber generell ist es in keinem schlechten Zustand. Du kannst hier und da mal draufklopfen. Du weißt ja, was ich meine. Ich glaube, das Auto hat Potenzial. Das Aussehen ist für mich nicht entscheidend. Alles, was zählt, ist, dass die Fahreigenschaft und die Leistung wiederhergestellt werden. Viel Glück. Viel Glück. Das klingt natürlich super.
viel Glück. Eigentlich würde ich mit dem Ding lieber erstmal durch die Waschanlage fahren. Okay, wir haben 5 Seiten mit Teile nicht gefunden. Karosserie, sollen wir die Stoßstange hinten neu machen, Öl wechseln, Flüssigkeiten wechseln. Gut, ich habe gerade gelernt, das ist wohl ein Elektrofahrzeug. Nee, ist es nicht. Krass, ich habe gedacht, wenn der Motor vorne nicht sitzt, dann wird hinten bestimmt ein Elektromotor sitzen oder so, weil ich kenne das nur, dass Motoren, Verbrennungsmotoren hinten sitzen, wenn das irgendwie so ein Porsche oder so ist, keine Ahnung, aber okay, krass. Der hat tatsächlich den Motor hinten, diese kleine Karre. Verblüffend. Ich will wirklich die Karre durch die Waschanlage jagen. Ich möchte so nicht an dem Auto arbeiten. Das kostet mich ja nichts. Kostet nur Zeit. Zeit ist Geld. Nee, alles gut. So sieht es also normal aus. Ja, das sieht doch eigentlich wirklich top aus. Die Stoßstange hinten sollen wir austauschen. Ist überhaupt eine dran? Nö, oder? Die fehlt. Na gut. Ja, da haben wir natürlich auch viel zu suchen hier. Ich will immer da vorne dran gehen, weil irgendwie Angewohnheit. Wir sehen aber schon... Bleib mal offen. So. Hier ist sehr viel kaputt. Das Getriebe ist kaputt. Auspuff ist kaputt. Drosselklappe ist kaputt. Das kaputt, das kaputt, das kaputt. Hier ist kaputt. Vorne auch die Aufhängung ist kaputt. Querlenker. Bremsen, beziehungsweise Ankerblech ist kaputt. Bremse weiß ich jetzt nicht. Bremse sieht gut aus. Lüfter ist kaputt, beziehungsweise Kühler. Nicht der Lüfter. Ach ja. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall. Schöner Mustang, oder? Jetzt mit dem Motor raus. Ja, dann können wir theoretisch mit dem Aufbau wieder beginnen. Mache ich gerade mal hier ein paar Fotos von. So, ich will gerade mal gucken, kann man irgendwas davon reparieren? Irgendwas. Sogar mehr, als ich gedacht habe. Mehr als ich gedacht habe. Ups. Okay, den haben wir jetzt nicht so wirklich hundertprozentig repariert. Kacke. Ah, komm, nach fast 20 Stunden durchspielen, kann man auch mal was falsch machen. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, wie lange ich heute schon am Computer sitze. Ich glaube 10, 15 Stunden. Na, 15. Na, wobei, bald. Um Gottes Willen. Ach, da klappt das nicht mehr so mit dem Reparieren. Kann es sein, dass es gerade im Hintergrund donnert? Oder ist das nur ein Flugzeug wieder? Ich muss gerade mal aufs Regenradar gucken. Ich würde mich sehr freuen, wenn es mal wieder regnen würde. Wo haben wir denn die Bremsscheiben her? Nee, das Gewitter, was wieder auf dem Weg hierher war, hat sich wieder aufgelöst. Das ist immer zu geil. Es kommt einfach kein Regen her. Alles, was nass ist, löst sich irgendwie hier vor dem Ort auf. Das ist wirklich schlimm. Ah, das ist so ärgerlich mit dem Regen. So ärgerlich. Ich wollte jetzt nur hier die Bremsscheiben mal neu machen, dann haben wir die schon mal. Falls wir sie mal brauchen irgendwann. Okay, Inventar, Teile verkaufen. Alle weg. Das sind die Mustang-Reifen. Das Kabel tun wir jetzt auch mal weg. So, okay. Der ist also komplett ausgeschlachtet. Jetzt wollte ich schon wieder vorne dran gehen. Aber man sieht ja auch, die Auspuffrohren sind auch fertig. Na gut,
Fangen wir mal an, so einen Motor hatten wir aber auch noch nicht hier hinten drin. Auf jeden Fall interessant. Ja, machen wir erstmal den Kampagnenauftrag oder kümmern wir uns um unseren Mustang ein bisschen? Na komm, wir machen erstmal hier ein bisschen was. Hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Ist nur die Frage. Ich müsste erstmal meine ganzen Tests machen. Ups. Heißt, das Teil, was ich jetzt schon abgenommen habe, das tue ich mal direkt ein neues dran. Das werden wir gleich nochmal abnehmen. Aber ich will dann erstmal meine ganzen Diagnosegeräte durchjagen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, gerne auf den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.